Köder. Mein Krypto-Mining-Köder. Oder mein Bitcoin-Mining-Köder. Lass mal aufpacken. Und zusammenlaufen. Wow, ganz schön viel zum Aufpacken. Aber naja, hab's gepackt. Ich muss schon sagen, bin auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber lass mal schauen, was da alles auf ist. Ich meine, ihr wisst ja sowieso schon, was da drin ist. Und zwar hier seht ihr schon mein Kühler für den Miner. Für die Miner. Ein 15 Kilowatt Kühler. Dann den Ventilator, der ist auseinandergeschraubt. Praktisch der Kühler in Einzelteile. Deckel. Hier die Füße. Hier Verbindungen. Schrauben. Die Pumpe. Sicherung. Und Steuergerät. Das hier ist die Pumpe. Um das System zu befüllen. Und ja, und Schlauch habe ich noch drin. Und ja, wie gesagt, das Zeug hier, das hier, das hier, das hier, muss jetzt hier rein. Okay, und ich werde das so ein bisschen aufnehmen. Ja, lass mal starten.
Okay, hier habe ich wieder ein Problem, kleines Problem, wo ich wieder vergessen habe, wenn ich den Schaltschrank hier, den Sicherungskasten hier wieder dran schraube, der war hier drin. So will ich schon gleich das Kabel, was ich hier, was jetzt so für die Stromversorgung braucht, will ich schon gleich hier anschließen. Anschließen, damit ich das dann hier zumachen kann und alles und das ordentlich dann drin ist. Und das heißt, ich werde mir jetzt erstmal ein Kabel besorgen. Und dann ja, sehen wir weiter. Ich glaube, ich mache dann morgen mal weiter. Also für euch nur eine Sekunde. Für mich sind schon ein paar Tage rum. Habe noch ein paar Sachen zu erledigen gehabt. Eigentlich habe ich wieder Zeit gefunden, mich wieder dran zu setzen. Ja, jetzt habe ich hier was vorbereitet. Lass mal die Kamera wechseln. Schwingen. So. Okay. So, und zwar habe ich hier zum Löten die Kabel hier schon ein bisschen vorbereitet. Ich weiß nicht, sieht man das oder nicht. Das will ich jetzt löten. Der Lötkolben ist heiß. Und das ist der Anschluss praktisch für den israelischen Stecker. Gut, lass mal anfangen. Lass mal die Kamera hier hinstellen. So, verlötet habe ich es. Ein bisschen Zeit gefunden, ein bisschen praktisch hier hingestellt schon, dass man das zu machen und zusammenbauen. So, an der Stelle, wo es sein soll. Also, lass mal das zuschrauben hier. We'll be right back.
Bild aus. Lass mal. Yeah.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ja, für euch gerade mal eine Sekunde. Bei mir sind schon wieder einige Tage vorbeigegangen. Naja, aber wir haben was hingekriegt. Ich drehe mal die Kamera. Hier ist. Aber hier haben wir das Gerät fertig gebaut. Alles drin. Das Kühlaggregat sozusagen, der Kühler. Und für den Kühler habe ich da so einen Ständer gebaut. Das war mal ein Tisch. Und ich habe so einen, praktisch so einen Ständer gebaut. Wenn ihr mal hier schaut, ich habe das Ding kürzer gemacht. Praktisch erstmal in der Höhe, ganz klar. Und dann auch in der Breite. Hier sind die Streben. Das hier ist die eine Strebe, wo ich geschweißt habe. Zwei gekürzt und geschweißt, zweite. Und die dritte. Und das hier sind eigentlich die Füße.
Die habe ich geschnitten von dem Tisch und habe dann als Verstärkung praktisch da dran geschweißt. Jetzt ein bisschen steht uneben auf der Unebene hier bei mir. Aber okay. Ich habe das gestern Nacht angefangen zu lackieren. Unten habe ich das schon ziemlich fertig lackiert. Ich habe da ein paar Stellen. Nein. Also, ich habe da ein paar Stellen, die ich nachlackieren muss, wie ihr hier seht. Aber ja gut, das kriegen wir hin. Ich stelle euch jetzt auf den Stand und werde das Ganze mal lackieren. Dann machen wir mal, ne?
lassen wir es ein bisschen trocknen und dann machen wir noch mal eine Ladung drauf. So, ich sehe, dass es schon fast überall mattig ist. Nur noch hier zwei kleine Stellen habe ich hier, wo es noch ein bisschen feucht ist, aber das geht auch schon in matt rüber. Das heißt, ich kann wieder sprayen. So, jetzt machen wir noch mal eine Schicht drauf.
Ja, ne? Ich glaube, das Land. Lassen wir mal das trocknen und dann schauen wir noch mal nach, ob wir vielleicht noch Stellen haben und vielleicht noch mal drüber gehen wollen. Aber so wie das für mich aussieht, ist das, glaube ich, gut genug. Das steht ja sowieso nur draußen. Okay, schauen wir mal. So, was ich heute noch eigentlich vorhatte, also das Kühlaggregat wird plus minus hier stehen. Mehr in die Ecke, aber hier wird das stehen. Das heißt, ich brauche alles, was hier ist, im Endeffekt ein bisschen luftiger zu machen, praktisch Löcher zu machen, auszuschneiden, ein bisschen wegzumachen, damit hier ein Luftdurchlass ist, praktisch auch hier vom Baum, jetzt dieser Baum hier, gehen wir mal runter hier, dieser Baum hier möchte ich auch hier eigentlich ein paar Äste runterschneiden, eben hier diesen Airflow reinzukriegen. Und da ist auch noch eine Palme bei mir. Hier diese kleine hier. Und diese hier. Die macht mir viel Dreck. Ihr seht da die Blätter von ihr. Die macht mir viel Dreck und da werde ich ein bisschen was wegschneiden. Da habe ich gestern noch, habe ich hier die Lampe aufgehängt. Aber hier sieht ihr, da hinten geht es ja noch weiter. Das heißt, ich will hier ein bisschen frei machen, damit die Blätter da nicht so extrem hier runterfallen. Ja, aber ich glaube, da fangen wir mal erstmal mit dem Großen hier an. Da, und ja, schauen wir mal, wie es da vorangeht. Da ist die Kamera ja einfach ausgegangen. Hat sie mich wahrscheinlich nicht gesehen, deswegen. Ja, wie gesagt, lass mal schneiden, ne? Was will man hier machen da? Ne? Das kann man nur schneiden. Was man. Also, zack hier. Runtergegangen. Ich glaube, das ganze Ding. Fisch. Da zum Schneiden. So sieht das Ding nicht immer noch. Jawohl, da sieht mich noch. Ja, er sieht mich. Er sieht mich. Die scheiß Kamera sieht mich. Jo. Sieht doch schon mal ein bisschen gemütlich aus, ne? Die ganze Scheiße hier. Mal ein bisschen sauberer machen. Wir brauchen den Luftzug. Also, das sieht schon wieder ganz anders da hier aus. Ich habe das frei gemacht. Man sieht, da ist jetzt mehr Lüftung, mehr Luftdurchfluss drin. Ich habe das hier auch am Baum alles hier schön sauber gemacht. Dann habe ich dann schon angefangen, den meiner Wanne rauszunehmen. Praktisch bei mir aus dem Büro.
Das viele Sachen jetzt da hier draußen. Das hier ist die Wanne, das ist die B-Miner-Wanne. Da kommen die Miner dann später da rein. Hier hin. Und ja, ich war in 5 verschiedenen Geschäften in dieser Zeit. Und gesucht haben wir, habe ich, einen guten Kumpel. Und zwar so ein Stück hier. Und zwar eigentlich nur das hier, was hier so da dran kommt, damit ich das ans andere Ende dran machen kann, sozusagen. Aber naja, haben wir nicht gefunden. In Israel ist alles super schwer. Wir waren in 5 verschiedenen Geschäften, in 5 verschiedenen Geschäften war hier nichts da. Dann habe ich praktisch die Kamera. Dann habe ich praktisch selber was zusammengebaut. Und zwar in diese Richtung. Und zwar anstoßen müssen hier hin, sozusagen in den Kühler, was dann praktisch das Mineralöl kühlt. Und ja, dann haben wir halt solche Anschlüsse hier gemacht, dass es schön sauber ist. Dann machen wir dann den Schlauch drauf mit einer Klemme fest. Nicht das allerbeste oder ideale, aber wir haben leider hier in Israel wirklich beschissen. Ja, vorher hatte ich das Ganze mit Plastik und zwar viel, viel dicker. Das hier so ausnehmen. Vorher war das praktisch so ein Teil drin. Ja, und da hatten wir praktisch solche Anschlüsse. Und wie gesagt, das ist viel zu dick. Jetzt für den Kühler, wo ich jetzt anschließen will. Vorher war das vorgesehen für den Kühler. Aber da wollte keiner mehr die Arbeit machen. Ich wollte einen Spezialisten nehmen, der den Kühler ein bisschen umbaut hier. Ihr seht hier, hat dicke Rohren. Aber naja, hat es nicht geklappt. Ja, wie auch immer. Jetzt machen wir das Ganze mit dem Kühler da hinten. Die Leiter steht hier. Wir haben das schon mit Michael ausprobiert, praktisch getestet. Wir müssen den Kühler da hochstellen, dass der Kühler praktisch die höchste Stelle ist, damit wir alle, ganze Luft aus dem System rausnehmen. Gut. Was ich noch heute machen will, achso, hier, das ist der Schlauch hier. Und das war vorher gesehen. Da sind da schon Maße, Unterschiede. Sowas oder sowas hier ist schon dick. Gut, aber naja, gut, jetzt wollte ich, wie gesagt, schnell das hier, wie gesagt, ich wollte schnell das hier, das nehme ich jetzt auseinander, mache Dichtpaste drauf und alles und mache das schon mal fertig, dass es morgen dicht ist. Und ja, denke ich, können wir dann die Anlage entlüften und langsam, ja, morgen übermorgen starten. Gut, ich werde mal das jetzt mal auseinanderbauen hier und anfangen sauber zu machen. So, das dreht sich hier einfach so raus. Und hier das Schnüffelstück muss ich auch hier rausziehen und ausdrücken. Ja, ich weiß, ich bin dreckig im Gesicht. Habe ich ein bisschen schmutzig gemacht. Ja, das ist nicht mehr. Wie ihr seht, das ist einfach nur ein Winkel. Mit hier habe ich das Verbindungsstück. Auf dem Verbindungsstück praktisch eine Mutter. Auf die Mutter kommt dann praktisch so. Und das muss ich jetzt alles verdichten, dran machen. Praktisch alles zusammenkleben.
Ja, hier kann man das dann so sich vorstellen. Ist dabei. Wir schauen. Das Teil hier. Das Teil kriege ich das so hin. Ja, das geht nicht. Das so noch hin. Das ist ein bisschen versetzt, weil das hier auf einer Linie liegt. Und ja, da brauche ich das versetzt, weil ich das nach oben durchs Fensterstück praktisch rausziehe, die Schläuche rauskotzen. Das Schnüffelstück. Das hier ist die Pumpe, was wir dann das ganze Gerätsystem betanken werden sozusagen. Gut. So sieht das hier unten aus. Praktisch. Das hier die obere, der obere Eingang. Der obere Eingang. Ja, ich mache mich da jetzt mal dran, das Ding, diese Rohren hier sauber zu machen. Der Plan ist der, ich gehe das Ganze erstmal mit dem Degreaser durch. Schön die Flächen sauber halten. Ja. Und wir dann fertig das Ganze. So, ich habe die Stücke zusammen gemacht und zusammengeklebt. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Die rote Dichtpaste, die ist auch gegen hitzebeständig sozusagen. Ich habe hier das Stück hier. Ich habe hier genug Platz. Ich habe hier genug Platz, um die Dinger so reinzudrehen. Das heißt, wir machen die jetzt hier heute noch so dran und dann war es das für heute eigentlich, denke ich mal. Also machen wir mal hier die Dichtpaste drauf, da und da die Dichtpaste drauf und dann machen wir die Dinger mal drauf. Nochmal. Und so. Mit welchen fangen wir am besten an? Keine Ahnung, unten. Scheißegal. Dichtpaste. Im Endeffekt, was die Dichtpaste macht, wir machen im Endeffekt eine Dichtung. Das ist das Beste. Eine Dichtpaste. So. Und das Stück drauf.
So. Das ist ein schönes Stück dran. Dann machen wir es dran. So. Das ist in Ordnung. Das ist gerade. Ist dran. Eigentlich. Eigentlich war der Plan ein bisschen anders da, aber egal, scheißegal, ich habe ja genug Platz. Ja, machen wir das zweite Ding an. Wieder Dichtpaste dran. Und jetzt machen wir das Ganze hier drauf. Ich glaube, das ist gut. Manch Grad. Das ist in Ordnung so. Mal schauen, ob wir die Lichtpaste dort überall sehen. Unten sehe ich sie super. Wunderbar. So haben wir das angeschlossen. Lass mich erstmal euch zeigen. Na, sehen wir die Kamera. Und weiter hier unten. Also, das ist das, was wir hier jetzt halt haben. Hier Anschlüsser in diese Richtung. Und hier oben haben wir das auch. Könnt ihr das sehen von der Seite? Vielleicht besser sieht man das. Ist auch dicht. So. Also, das war's erstmal für heute. Ich werde mich dann dran machen, die ganzen Sachen hier ein bisschen aufzuräumen, weil es wirklich viel Dreck. Ich werde das Video dann heute noch bearbeiten und auch gleich online stellen, weil es mehrere Tage sind. Ja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Und morgen fange ich ein neues Video an, aber ich denke mal, dass ich das morgen dann auch direkt weiter veröffentliche auf YouTube. Und ja, ihr könnt ja mal gespannt sein. Morgen hoffe ich, dass wir das Ding praktisch anschließen, Schläuche anschließen, das Ganze befüllen, die Anlage, und vielleicht auch dann auch praktisch das Mineralöl in die Anlage hier, in diese Anlage hier rein, und die Meine dann auch rein, sozusagen für morgen, hoffentlich, dass es klappt. Wenn nicht, dann ist es halt für übermorgen, kommen die Meine rein,
Aber ich glaube, ich bin da ziemlich sicher, dass wir das morgen schon hinkriegen. Also, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert seid, abonniert doch diesen Kanal. Dankeschön, dann bis morgen. Tschüss.